Ey, yo, Frankfurt, gib mir mal ein Hell yeah! Hell yeah! Oh, verfickte Scheiße, wisst ihr, was hier los ist, Alter? Wir haben das Ultra-Main-Match, oder? Yeah. Ey, mein Name ist Organico, das hier ist mein Co-Host. Das hier ist mein Co-Host, Big Chief Brigante. Und da drüben haben wir auf jeden Fall Jolly TK. Komm mal hier! Yeah! Ey, yo, all the way from Frankfurt, Frankfurt, Battler, to my right, mach mal her für den legendary Greg Payne! München, Dicker, aber mittlerweile auch Frankfurt. Mach mal Lärm für David Jones! It's your man, David Jones. 089 representing, 069 representing. Rest in peace, Basic. Yo, was geht? Yeah. Ihr merkt, ich bin hyped. Gebt mir noch mein Don't let the label label you! Don't let the label label you! Das Battle wird auf Greg Pipes Seite anfangen, weil er es sich so ausgesucht hat. Greg Pipe, erste Runde, let's get it, Alter! Alrighty, Davy, Baby, du weißt, ich mag dich. Ich lud dich damals auf ein Gibbet und ein Bierchen bei mir am Main ein, deshalb gieß ich dir zu Primetime gleich rein Wein ein. Ich werd in diesem Battle zu dir alles andere als nice sein. Der Rest hier darf sich freuen, denn dieses Matchup wird dein Highlight. Ich hab meine Zeilen hier gewetzt an einem Schleifstein. DJ Scratch, dein Name, es heißt Bye Bye, mein herzliches Beileid. Hiernach landet dieser peinliche Schmock wie mit gebrochenem Steißbein wieder back in seinem bayerischen Block in Oberschleißheim. Aber nein, warte ab, da war doch was. Davy ist jetzt Frankfurter, weil er öfters mal den Adler macht. Nee, sag mal, was war mit dem Palaber von wegen JVA und Knast? Ein paar haben sich gefragt, hatte Davy nicht wieder mal Stress mit Vater Staat und sitzt bald seine Strafe ab? Laut deinem Post auf Facebook waren's 4 Jahre, was? Abo, harter Stuff. Hat sich der Gangster Scheiß im Vergleich zu ehrlicher Arbeit also endlich wieder mal bezahlt gemacht. Kids, ich hoffe, eure Ohren sind gespitzt und ihr hört mit, denn das ist, was ihr kriegt, wenn ihr bei jeder Gelegenheit breit in der Öffentlichkeit erzählt, dass ihr vertickt, du dummes Arschloch, was für ein... Wenn ihr bei jeder Gelegenheit breit in der Öffentlichkeit erzählt, dass ihr vertickt, du dummes Arschloch, was für ein Depp du bist, du warst dein eigener Chivato, hast dich selbst gesnitcht, gezwitschert wie ein Wellensittich. Du warst dein eigener Chivato, hast dich selbst gesnitcht, gezwitschert wie ein Wellensittich, der jetzt selber bald im Käfig sitzt. Davy Shit. Davy Shit. Ich verstehe es nicht. Was machst du nur mit deinem Leben, Bitch? Und was diese ganze Knast-Story angeht, egal ob fake, ob nicht, aufgepasst. Ich hoffe, dein Zellengenosse wird aussehen wie Walter aus dem Frauenknast. Du bist kein Fuchs oder alter Hase, nur weil du in den Bau musst, Spaß, bald wirst du unter Verschluss gehalten wie in einem Pflaumenglas. An einem Ort, wo du keinen bauen darfst, wo du kein Vertrauen darfst, keine Frauen hast, aus mit Spaß. Ciao, das war's, deine scheiß Welt fällt zusammen wie ein House of Cards, das Grauen naht, willkommen in deinem Taubenschlag. Zelle auf 3 Meter zum Quadrat aus grauem Stahl und genau wie jetzt wird er dabei umzingelt von einem Haufen Bars, führt dahinter nur das betrübte Leben eines grauen Stars und daraus hilft ihm auch kein Augenarzt. Sag, was bringt ihm jetzt sein Augenmaß? Leute glauben, dass ich aufhöre zu battlen und endlich chille, verdammt. Nein, weil ich es immer noch kann. Ja. An diesen schillernden Mann kommst du noch immer nicht ran. Selbst wenn du freikommst, bleibst du in deinem Schädel für immer gefangen. Deswegen hole ich mir Runde um Runde sein Skull wie der Butler in a Dinner for One. Mann, deine Zukunftsaussichten liegen in völliger Dunkelheit und sind ungefähr so prall wie ein Unterleib nach einem Hungerstreik. Davy sitzt bald in der Penitentiary, schreibt ihm Fanmail. Und wenn er schon mal in der Pen sitzt, gibt ihm gleich ein paar Tipps für sein Pen-Game. Der Motherfucker, deine Rhymes und Bars gehen darin, da raus. Du bist mit einem Bein im Knast wie Miklo im Blood In, Blood Out. Yeah.
Player, an deiner Stelle wäre ich mit meinem Leben nicht zufrieden. Dein Wohnzimmer ist nicht von Ikea, aber hat bald schwedische Gardinen. Na? Lass dir sagen, dass du da nicht auf allzu weichen Kissen schläfst. Du Versager bist schon mager, aber bald gibt's eine richtige Blitzdiät. Was macht Davy 9:30 Uhr morgens in Deutschland? Prison Break. Was ist der Unterschied zwischen Davy und einem Küchenchef? Wisst ihr nicht? Ja, keiner, weil er bald den ganzen Tag im Kitchen sitzt. Witzig, nicht? Du Missgeschick, ich fiste dich verbal so hart in den Arsch. Der einzige Lichtblick ist, meine Faust kommt aus der Mau wieder raus und kitzelt dein Bart. Jetzt gehst du, Esel, besser mit dem Kopf nach unten wie in der Muli-Tränke. Hier ist dein Höhenflug zu Ende. Deine sogenannten Angles sind gegen mich gebrochene Fußgelenke. Rudi denkt, er schickt den Dude in Rente, aber ich zeig euch nun die Grenze. Leg besser schon mal die scheiß Blumenkränze auf Stuhl und Bänke. Jetzt ist für den Brudi Sense. Scusi rennt, aber hiernach findet man von Rudi nur noch ein paar in Blut getränkte Rudimente auf dem Zug. Ich bin zu Legende. Badly mit einer Hirnhälfte, während ich mit der zweiten nur an Boobies denke. Ey, und fick deine drittklassigen geklauten Wortspiele. Das sind nur lahme Witze. Du hängst den ganzen Tag im Netz und beitest. Das ist eine schwarze Witwe. Erst Tierstar, dann du, dann... Das ist eine schwarze Liste. Nein. Erst Tierstar, dann du, dann Zynik. Das ist eine schwarze Liste. Hiernach wirst du aufgebahrt in einem Sarg aus Glas. Das wird eine klare Kiste. Und nicht rassistisch? Davy, verpiss dich. Versuch mich ja nicht über diese Art zu kriegen, denn ich werd nur rassistisch, wenn sich Bitches nicht ihr Arschloch bleachen. Nein. Verfickte Scheiße, erste Runde. Davy, bist du ready? Oh. Erste Runde, Davy Jones, let's go! Wer hat dabei ein Battle gegen Maspi gesehen, Alter? Yeah. Und du hältst dich also für eine fleischgewordene Battle-Maschine von einem unbekannten Planeten, eines fremden Asteroidengürtels? Du Dreckscharmuter, das hier ist Champions League, ich bang dich, Bruder. Du denkst, du Peach wärst mit mir auf dem Level, obwohl deine Gegner selten gut waren. Mann, du bist ein verkappter, narzisstischer Unsympath. Nur auf Lex und Puder hältst du dich für ein Actionheld, das wären deine Kräfte super, doch du bist nur limitless, solange du Pillen presst. Du bist, wenn der Vorhang fällt, ein Loser, auch wenn du auf intelligent und klug machst. Guck dir noch an, Battle Raps, Bradley Cooper. Ola, du bist ein richtiger Hansen. Was glaubst du, was hier eigentlich passiert, ja? Du wirst gefickt, El Conio. Hiernach gehörst du zu den Kandidaten, die gegen den großartigen Davy Jones nicht gewinnen wollen. Denn vor dem Battle war alles schon klar, es war alles gesagt. Wer hier im Por steigt, für wen geht es danach in Grab? Denn ich hörte, es gibt in Frankfurt City einen Schmock, der wirklich meint, dass er mich in einem Live-Battle zerrobt. Als ich herausfand, dass die besagte Person den Namen Gregor trägt, dachte ich mir, okay, Bandejo, one-on-one, auf dem Splash, hast du Cojones? Er so, oh yes, das wird mies, geil, aber better know, G-Pipe is another ball game. G-Pipe ist another ball game. Ich hoffe, du weißt Bescheid, Motherfucker. Und ich so, ja, ich weiß Bescheid, Motherfucker. Ein einfaches Ja hätte gereicht, Motherfucker. Doch mit der Zeit fand ich raus, er ist ein Hund, der nur bellt und ich weiß, er riss im Internet die Fresse weit auf, doch zum ersten Mal traf ich ihn live. Sean kam mal her und zog den Schwanz wieder ein, kam angekrochen und meint, Ayo Davy, Ayo, komm schon, verzichten wir doch mal auf dieses Bell. Guck mal hier, du kriegst Respekt, wir sind Homies, Mann. Warum sollten wir uns für diese Deppen live mies zerfetzen? Willst du wirklich auf G-Pipe treffen? Wie wär's mit einem 2-on-2 oder einem Team ein Battle? Oder wir machen es wie bei Jack und Mars mit dem Secret Battle und geben uns vor 8 Leuten eine intime Action. Halt die Fresse! Warum zum Teufel nennt man dich Legende? Du kackst dir in die Hosen. Du bist nicht der Goldpunker, sondern nur ein Vogel, der auf der Straße rennt. Miep, miep, Roadrunner! Dummschwätzer, Schisshase, chronischer Eierlecker. Du erzählst von Mädelsknacken, Yeyo-Butts und Schneeverhasseln, doch als ich preisgab, dass ich mit dem eine Schlacht finde, fand ich raus, dein kreativloses Scheiß-Image ist eher Trappe, denn du hattest vor dem Battle mehr Angst, als es damals mal B-Mal hatte vor Basics Katze. Junge!
Du scheiß Lelek! Völlig zu Recht hat man dich früher in der Schule gehänselt. Ich war immer deine eigene Schuld. Ich meine, er ist so ein Opfer. Er wollte bei Räuber und Gendarmen immer freiwillig Bulle sein. Dein Vater hat dich gehasst. Du harter Spast. Du trittst in der Öffentlichkeit also breit, dass du deinen Vater hast. Einfach nur, weil der Typ seit Wahrheit sagt und sagt, dass du nicht gut genug bist, dass du eine Schande für die Familie bist. Deswegen ist Wut in dir drin und er hat immer gesagt, dass aus dir niemals was wird. Wer von euch hat Greg Pipes Album gekauft? Hand hoch. 1, 2, 3, 4, guck, ist auch niemals passiert. Nicht? Du hattest mit Darko die besten Möglichkeiten. Aber El Marico ist gefloppt, weil es beschissen gemischt war. Und nicht, weil das Budget von den Hits so gering war. Nein, Mann, weil du ein scheiß Junkie bist und 20 Mille von deinem Vorschuss versnifft hast. Der Typ war mental so verkorkst. Er spittete in den Parts voller Zorn und profiliert sich dann damit, vor seinen Jungs seinen Paar zu ermorden. Was stimmt nicht mit dir? Originalzitat von dir ist: Ich habe meinen Papst gehasst und gehofft, dass er stirbt. Abgefuckter Hurensohn, was stimmt nicht mit dir? Hast du eigentlich schon mal überlegt, was passiert, wenn du irgend so eine scheiße Hast du eigentlich schon mal nachgedacht, wenn du so einen Scheiß hinnotierst? Hast du dir eigentlich schon gedacht, was mit dir passiert, wenn der Scheiße endlich mal wirklich wird? Aus dem Weg, Bitch. Außerdem, was ist dein Vater für ein Schwächling? Wie konntest du ihn geben als Kind? Denn wäre ich dein Vater gewesen, dann hättest du nach der Aktion den ganzen Tag Schläge gekriegt und am nächsten Tag wären alle Verwandten vorbeigekommen und hätten nochmal dein Leben gefickt. Du bist abartig krank, nicht bei klarem Verstand und nicht hart oder Straße deswegen. Nein, du bist nur ein harmloses Wesen in einer verwahrlosenden Gegend. Für Chayas Moneten warst du bereit, ihm alles zu geben. Und eines Tages klopfte es an der Tür, der Teufel kam rein und stahl seine Seele. Aus Ende Armen, na, ich bin auf der Jagd wie... Aus Ende Armen, ich bin auf der Jagd wie Hyänen Jones, der Bengel, der Todesengel. Ich streich Greggys Namen, der Blacklist durch und hol mir den Nächsten. Mach nochmal bitte richtig Lärm für die beiden, die nicht gegen den großartigen Lyriko bestehen. Oh, scheiße. Vergessen wir das einfach. Ey, mach nochmal richtig Lärm. Yeah! Zweite Runde. Greg Pipes. Motherfucker, ich muss dir sagen, du hast absolut recht. Ich wollte schon immer Bulle sein. Weißt du warum? Du Arsch, ich hab die Bars. Ich buch dich ein. Und Papa, one love, du weißt... Dieser Battle-Rap-Scheiß ist ein bisschen zu viel für dich, deswegen jetzt nochmal vor der Kamera alles gut. Ich liebe dich. Mann, alles was du sagst, tangiert mich peripher. Du verfickter, bildungsresistenter Intelligenzallergiker. Hör mal her, Digga. Delivery heißt nicht rumzuschreien wie ein hysterischer Choleriker, der in seinen Ferien denkt, dass er der Nummer 1 Oberaufseher beim Militärdienst wäre. Sergeant Davy hält sich gern für den King und den Sieger, aber jeder weiß, er ist ein mieser Verlierer. Du bist nicht Merlin oder T-Way, aber bei weitem der Unsportlichste in dieser Liga. Mann, nach deinem Loss gegen Finch hast du gemotzt wie ein Kind. Realness verliert immer. Realness verliert immer. Und bei deiner Niederlage gegen Klepto war die böse Crowd ja ach so respektlos. Euer, ihr seid's ein bisschen unfair, gar keine... Alter, ihr seid ein bisschen unfair, gar keine Reaction und so. Oh mein Gott, battle doch, Jones, aber battle nicht, Jones. Komm hier, ich clap für dich, Jones. All mein Respekt für dich, Jones. Du bist der Beste hier, Jones. Komm hier, noch ein Pack für dich, Jones. Wenn du willst, dann verliere ich sogar dieses Match für dich, Jones. Mann, du bist nicht Davy Jones, du bist Katie Holmes. Emotionale Crybaby-Pussy-Ass-Bitch mit PMS. Wenn's für dich nicht läuft, willst du mit jedem Stress und gehst dann hoch wie Vogelschwärme oder Atomkraftwerke. Deshalb ist es für Dr. Greg zu dem Pipe heute eine große Ehre, die Diagnose seiner schweren Psychose loszuwerden. Lass es mich so erklären. Er träumt davon, dass sein Gesicht auf einem Poster wäre. Würde gern mit Rap sein Do vermehren und im Club mit Kohle werfen, schafft es aber einfach nicht, ein Star zu werden. Deshalb wollen nur wenige Hosts an seinen großen Bären. Parallel dazu wird er wahrscheinlich von dem ganzen Koks bald sterben. Seine Bros wollen nicht mit ihm chillen, denn er schont die Nerven. Und letztlich kulminiert all dieser Frust im Profilieren über infantile Drohgebärden. Diva Jones, sag uns, wie hoch wird heute deine Periodenstärke? Wie
lange wird's dauern, bis die Zuschauer und ich die ersten Symptome merken? Hast du schon große Schmerzen? Krämpfe im Unterleib? Musst du gleich grundlos weinen? Beginnt sich zwischen deinen Beinen gleich alles rot zu färben, als würde sich die Soße einer Ravioli-Dose in deine Hose leeren, oder? Oder trägst du heute Slip-Einlagen? Ich meine, in dieser Szene bist du Meister der Slip-Einlagen. Dickblamage. Keine deiner Lines ist richtig gerade. Hält sich selber vor dem Point wie Kendrick Lamar in dem Shit, aber in jedem seiner Verses gibt's mehr Slips als in der verfickten Damenboutique. Oder in einer Bananenrepublik. Wenn man's wörtlich... Lass mich erklären, wenn man es wörtlich nimmt, nur auf den Namen bezieht und in einer Bananenrepublik an jeder Ecke eine Bananenschale auf der Straße rumliegt, man drauftritt und aufs Maul fliegt wie Fritzchen Omar damals bei dem Witz. Pussy! Muck bloß nicht auf hier, du Rudi! Nix mit Hollywood! Nix mit Hollywood! Frankfurt, Rudi! Davy Jones leidet seit 1993 am Banlieue-Syndrom. Bis hier lief's noch ganz gut, bis hier lief's noch ganz gut. Jeden Abend guckt der Spast Hass und kocht dann vor Wut. Er ist wie Vin, Said und Hubert in einer Person, aber für dich ist der letzte Zug schon lange abgefahren, wie für Grunwalski, mein Sohn. Ey, yo, ich bin nicht Asterix, aber willst du nicht eine kleine Line-Koks? Come on, Jones, keine kleine Line-Koks. Mann, ich war der erste deutsche Battle-MC in der Scene mit einem richtigen Scheme. Du warst der erste deutsche Battle-MC in der Scene, der von einem Battle anfing zu ziehen. Ja! Vielleicht war es aber auch der Fischer, Alter. Keine Ahnung. Ja, ja. Rudolf the White-Nosed Reindeer in seinem Revier. Ja, das verstehen wir. Der Inhalt seines Schädels hat die Konsistenz von Kefir. Sein größtes Pläsier. Jeden Abend 54 Nasen und 10 Bier, bis alle Zellen in seinem Gehirn detonieren wie C4. Greg Pipe, ich fick deine Mutter, du Bastard. Mann, bist du eigentlich noch klar bei Verstand? Als du das beim Onbeat Battle gegen Schote gesagt hast, hat dein Gesicht mehr Kirmes geschoben als das scheiß Phantasialand. Mr. Kiefer Flash, hör zu, wie ich ihm lyrisch den Kiefer brech. Dieses miese Ungeziefer Trash. Mann, Davy ist so eine Kakerlake, wenn er an der Gruppe Marokkaner vorbeiläuft, rufen die auch nur Ibech. Mann, er schuldet so vielen Cash. Er braucht einen Arzt wie Daktari. Denn er hat mehr mit Schnee zu tun als Après-Ski. Im ganzen Stadtgebiet ist er bekannt als Dieb, der versucht, die Leute abzuziehen. Ich hab gehört, der Motherfucker hat da draußen mehr Kombis offen als sein Bestattungsdienst. Er lebt in einer komischen Welt. Aber am Ende des Tages tut er mir leid, denn er wäre nur gern happy, so wie Pharrell. Würde es gern durch den Monsun schaffen, wie Tokyo Hotel. Merkt aber nicht, wie ihn langsam die Drogen entstellen. Im Badezimmerspiegel die emotionslose Reflexion von sich selbst, während ihm gerade der letzte Rest Koks von der Klobrille fällt, Mann. Mittlerweile ist Davy so shady, er ist nur noch sein eigener Ghost in the Shell. In seinen von Entzug geplagten Fieberträumen hält er sich für den rappenden Reichsbürger. Reptiloiden Rudi, a.k.a. der schwarze Nazi. Letzter Abgesandter der Anunnaki. Alu Snapback auf seinem Head reitet er über die flache Erde auf dem Rücken eines Drachen, der Dothraki flucht über Greg Pipe und erklärt der Menschheit Gangfights und die entsetzlichen Verbrechen der Illuminati. Man selbst Big Chief ist in Wahrheit nur eine Marionette im Staatsdienst. Digga, mach mal slow. Jeder weiß, dass du Jay extrem magst. Das ist fast schon dein Trademark. Was, Julian Williams? Das ist der echte Jay-Love. Aber lass mal den Scheiß, denn irgendwann endest du schneller im Graveyard als Braveheart. Okay. Allerletzter Grund in der Runde, warum der arme Spinner verbohrt ist. Auf dem Weg zum Battle wurde er beim Schwarzfahren erwischt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Frankfurt, mal leer, bitte! Zweite Runde! Hey, Konzentration! Zweite Runde! Davy Jones! Ey, Alter, klemm mal deine Oberlippe nicht so zwischen den Kiefer, sieht übelst hässlich aus. Alter. Das packt mich übelst ab. War real talk! Yo! Crack Pipe! Brauchst du Crack? Du willst mir eine Line Koks geben? Ich riech Crack. Gregor, die Pfeife. Klick, boom, du fliegst um, bist tot. Ja. Gregor, die Leiche. Oh. Sag mal, wie geht's deiner Kleinen? Du weißt, wen ich mein. Florence? Lupe?
In München erzählt man sich Crackpipe verkehrt mit Florence Looper. Vor 2 Jahren wurde Mars zerrippt in München, doch anstatt seinem Bro bei der Niederlage beizustehen und sich zu unterstützen, hielt er sich für wichtiger, mit seiner Begleitung anzugeben und sich zu brüsten. Du hattest in München dein persönliches Looper-Fiasko, doch du bist kein Superstar. Die Selbstarbeit, deswegen machte ich den Dude danach, weil ich zu Mars gesagt habe, dass du wie Bruce Willis in Looper warst. Stimmt, Fotze, wo warst du im Urlaub? In Florence? Ey, Mann, solche intimen Informationen einem Bad Rapper zu erzählen, sind total dämlich. Total dämlich, genauso wie zu behaupten, dass mein Groupie am Arsch klebt, bis der Chatverlauf herauskam und da konnte jeder nachlesen, dass Greg darauf den Korb bekam, denn sie fand seine arrogante Art eklig, seine Anglizismen in der Sprache total schäbig, genauso wie sein spießiges Privatleben und sein immer nervenden kleinen Bruder namens Mars B, und das verstehe ich, Alter. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, ich hasse eigentlich solche Boulevard-Themen in ein Battle zu packen, aber es macht mich mies sauer. Ich meine, es ist kein Battle, es ist ein Battle, wir sind hier nicht bei Arabella Kiesbauer, doch ich habe es ausgepackt, damit ihr wisst, dass die Story von Greg Pipes und Münchner Aufenthalt einfach nur gelogen ist, weil man sah ihn an demselben Abend mit Mars B hin und mit Mars B nach Hause fahren und es war weit und breit keine Frau am Start, um sich zu profilieren, hat der Scheiße sich das ausgedacht. Traurig, Mann. Ja, sie war die Einzige, Sie hat dir eine positive Review zu deiner Platte geschrieben und wie dankt es ihr, dieser undankbare Peach, indem er gegen Lyrico sagt, auf MC wären nur Spasten-MCs. Du, Alter, du bist Dreck, du bist nichts weiter als ein bemitleidenswerter, Midlife-Crisender, depressiver Lelek, der verzweifelt war, als er damals in einer offenen Beziehung steckte, weil sie dein Cash will, aber von dir kein Sex will, Bruder. Ey, du bist ein prollhafter Angeber, der es nötig hat, vor seinen Ladies rumzuprallen, aber dann das Gesicht vor seinen Freunden verloren hat, als sie rausfanden, dass alles erfunden war. Weil du es nicht hinkriegst und ein paar Groupies und Nutten, dann benutzt du Basics Tod als Vorwand, damit du bei deinem Ticker nicht die Schulden zahlen kannst. Du bist ein egoistischer, widerlicher Drecksau, die von Patrizid philosophiert und davon, dass er seinen Vater weghaut und dann ein Suizid von einem Mädel auf der Street für sich benutzt, weil er für sein Album noch einen depressiven Track braucht. Alter, richtiger Untermensch, Alter. Richtiger Untermensch. Jedes Wort, was du sprichst, ist der Erguss von verbaler Heuchelei. Du bist ein Lügner, ein Faker, der für Fame auf die Gefühle seiner Freunde und Brüder scheißt. So selbstverliebt. Er findet sich auf den Fotos so fresh, dieser scheiß Narzisst. Die Aktion von Dave fand der Idiot gar nicht schlecht, dieser scheiß Faschist. Bezeichnet Tierstar als Kohlebriquett, du scheiß Rassist, Alter. Kohlebriquett? Hä? Kohlebriquett? Seriously, Greg? Du vergleichst Tierstar mit einem Stück Kohle, weil er schwarz ist, so niveauloser Rassismus, willst du Hurensohn mich verarschen? Ich meine, genau das will ich doch sehen. Ein rasierter Glaskopf, der im Splash in der Mitte rumsteht und vor besoffenen Ossis Applaus dafür kriegt, weil er davon träumt, dass Hitler noch lebt. Fickt euch alle, Alter! Solche rassistische Scheiße hat hier nichts zu suchen. Mein Leben lang kämpfe ich gegen diese perfekten Huren, Mann. Und deswegen ziele ich gleich auf G-Pipe und schieß mit dem Schießeisen, bis er liegen bleibt und in eigenem Blut ertrinkt. Und ich fick dich, Hure. Das hier ist Frankfurt City, mein. Halt die Fresse, das ist Generation Kelly gegen Hitler-Jugend, du. Und ich glaube persönlich, immer mehr, leider hat dieser Greg keinen Stolz. Er sagt, Judgment Day, also better call Saul. Pisse. Hey, Frankfurt mal leer! Yeah! Frankfurt! Alter! Ihr kennt die Frage, ey, was passiert denn gerade? Ey, nächste Runde. Seid ihr ready, Jungs? Nächste Runde, Greg Pipe, let's go. Alrighty, Bruder, eine Frage. Was ist ein Florence Looper? Das hört sich für mich an wie die umweltfreundliche Version von einem Mini Cooper. Keine Ahnung, von was du redest, du Maluesen-Farmer, Alter. Mann, als Jamie,
Als Jamie mich für das Battle anrief, dachte ich erst, er wollte mich echt verarschen oder nach was zu essen fragen. Denn als er sagte, Davy steht auf der Karte, dachte ich, na super, ich kann die Reste haben. Bruder, jeder weiß, du gegen mich ist wie Bazooka gegen Schreckschuss knarren. Chief, ruft besser schon mal den Rettungswagen. Ich kann den Penner hier so lange Punches durch die Deckung schlagen, bis er irgendwann aufhört zu bluten wie seine Mutter in den Wechseljahren. Und für seine Olle, waren wir bei der schon, für seine Olle. Für seine Olle ist es normal, mit jedem Fremden Sex zu haben. Die Bitch legt so viel Dicks, ich schenke ihr einen Leckschutzkragen. Kaum zu glauben. Sie ist wie ein Moskito, nur wenn man sie klatscht, hört sie nicht auf zu saugen. Geh mir aus den Augen. Jump wie Crisscross. Deine Zeit ist abgelaufen wie Gandhis Flipflops. Ich kann nicht mit Generics oder mit Personals killen. Ich bin ein Mörder mit den Wörtern zu. Ich schwör weh, ich werd gestört, wenn ich chill. Ich schaue Serbian Film, während ich gerade dabei bin, mir einen Burger zu grillen. Und apropos Beef. Mann, mit mir Beef zu starten, würde ich dir niemals raten. Junge, das birgt Kriegsgefahren wie in Krisenstaaten. Daran zerbrichst du wie mit schiefer Tafeln auf Granit zu schlagen. Mein ganzer Style ist für dich Mietnomaden viel zu viel wie die Leasingraten für deinen Lieblingswagen. Oder einmal mit deiner Liebsten nach Paris zu fahren und die Suite anschließend mit der Visa-Karte per Kredit zu zahlen. Oh. Zu gefährlich. Wie für Suite im Mietsnaben, sie in Jeep in Tiefgaragen neben einem zwielichtigen Freak zu parken und das Ding an den Getriebeschaden. Mann, hier nach kannst du dich aus einer Lawine graben oder guten Tag zu den Radieschen sagen. Ich liebe es, den homophoben Davy zu pieksen wie mit Kiefernadel. Bis er explodiert. Bada bing, bada boom, ich back ihn wie ein Lammatschun. Wer zwang diesen Mann aus Kamerun, sich das hier anzutun? Oida! Ich bin immer noch undisputed Champ wie Juri Boyka. Dein Geseier geht jedem auf die Eier. Rauch lieber ein paar Kräuter, du kleiner Neider bist und bleibst weiter ein unbeliebter Bayer wie Edmund Stoiber. Aber die Realness strahlt ja aus seinem Herzen, hell wie die Sonne. Wenn er morgens aus dem Bett springt, macht er erstmal einen Headspin neben der brennenden Tonne. Schaut Wildstyle, pumpt Afrika Bambaataa, freestylt und fängt dann zu Beatboxen. Danach schiebt er sich Weedknospen in die Skisocken und geht abends im Yard ein Peace rocken. Sogar seine Mutter war Fan von der Sugar Hill Gang. Bevor Davy sprechen lernte, beherrschte er schon Untergrundslang, hatte funkelnde Klunkerumhänge und man sah ihn buttermilchschnuckeln durch den Bunker der Hut im Unterhemd recht. Er war schon immer der Man. Im Kindergarten, sonnenklar, dass er der Boss wie Locke war. Sein größtes Hobby war, er hielt die Wasserpistole so und machte Drive-Bys vom Bobby-Car. Mann, zu der Zeit, dass ich gerade meine ersten Bitches ficke und high bin, holt er sich seine erste Rap-CD. 50. Get rich or die try. All facts. Er wollte werden wie Curtis, wurde aber eher wie Michael. Denn er benimmt sich wie ein Kleinkind und nach einer bestimmten Zeit war in seinem Gesicht zu viel Weiß drin. Ihr wisst, was ich meine, stimmt's? Ich meine jetzt nicht dieses Light Skin oder It Doesn't Matter If You're Black or White Ding. Nee, im Ernst, ihr denkt hier sowas, das wäre wie so wie Schwarz gegen Weiß oder Arm gegen Reich oder am besten noch Fake gegen Real. Aber es ist eher sowas wie Drake gegen Meek oder das mächtige Glied von Lexington Steel / Shaquille O'Neal gegen das glatt gestriegelte Kätzchen von Ally McBeal. Ich bin nicht McGregor und du bist nicht Mayweather. Also schieb hier keine Welle wie ein Steakmesser, du Fake-Rapper. Am realsten warst du als Zehntklässler, als du damals noch im Natrix getwerkt hast zu Shake Your Tail Feather. Junge, hör und sieh zu, ich bin nicht wie du. Ich hab nen IQ wie Deep Blue. Als ich hörte, Davy wird mein nächster Gegner, schrieb ich die Parts entspannt mit Fidget Spinner auf meinem Mittelfinger. Ich wusste, in seiner Birne ist es nicht allzu hell, in seinem Oberstübchen ist kaum Licht im Zimmer. Du bist und bleibst ein großes Kleinkind wie der Sohn von Mrs. Skinner. Seymour, du bist nicht der Bringer, ich komm sick wie immer. Auf der Spitze wie ein Klippenspringer, Winner, Winner, Chicken Dinner. Denkst du ernsthaft, du fickst mich in meiner eigenen Heimatstadt, machst mich mit deinen zweitklassigen Reimen platt, brätst mich in meinem eigenen Saft und schickst mich heim in einem Leichensack? Nein, du Spaß! Junge, es gibt nicht viel, was ich mit dir gemeinsam hab. Das Einzige, was ich an Bayern mag, ist Kaiserschmarrn und der neue Beamer, der an meiner Einfahrt parkt. Und ja! Ja, meine, und ja, ich weiß. Kaiser Schmarrn ist größtenteils aus Österreich, aber ich gebe einen Scheiß, ich hab's trotzdem gesagt, weil sich's böse reimt, Mutter. Ja.
Verliere ich deshalb heute Abend gegen den großartigen Davy Jones? Wohl kaum, und selbst wenn es so ist, ich gebe keinen Fick, für mich ist das Game eh nicht mehr dasselbe seit Basics Tod. Timer. Oh. Alright! Hey, weiter fokussieren! Nächste Runde! Davy Jones! Yeah. Ich hab dir gesagt, das ist hässlich aus, Alter. Wie so eine wiesige Ratte. Die gerade kackt so. Schief ist die Fratze wie nach einem Schlaganfall. Oft versteht man gar nicht, was sie gerade babbelt. Beavis and Butted. Ewa. Es war ja wirklich ziemlich nice, das Shit. Aber ich weiß genau, du besiegst die Hood hier nie. Scheiß mal auf Battle, Mann. Wir sollten auf Tour gehen. El Marico und der große Rudini, Alter. Ewa. Was hast du für Battle Rap getan? Also, was hast du für Battle Rap getan? Es sind im Netz 6 A Cappella Battles am Start und das war's. Was hast du für Battle Rap getan? Außer die Freestyle Battles, die du verloren hast, alle gegen Fahrt. Was hast du für Battle Rap getan? Hä? Und ich find's ja wirklich interessant mit anzusehen, dass deine Eier 10 Jahre lang wachsen müssen, dass du dich endlich traust, in deiner eigenen Stadt mal anzutreten, Alter. Frankfurt Representer, Frankfurt, gibt es Mord, Frankfurt, ich liebe es für immer und zieh dann wegen meiner Chaya nach Düsseldorf. Oh. Frankfurt! Oh. Ey, boah. Gegen Damien sagst du, dass du für Battle Rap dein Leben gabst, dass du es nicht für die Knete machst. Nur komisch, dass du dann das Match in deiner Heimatstadt gegen Mighty Mo abgesagt hast, weil es 100 Euro zu wenig gab, Alter. Ja, Greggy, Maggie. Was ist denn los, Alter? Ich dachte, du bist die Legende im Game, Peach. Kurze Trinkpause, keine Stress. Yo. Du warst auf dem besten Weg, mit Mucke erfolgreich zu werden, doch du hast deinen Traum aufgegeben. Aufgegeben. Hast dich für das Studium entschieden und hast dich dafür entschieden, Rip-Hop, Hip-Hop zu verraten und nicht mehr deinen Traum zu leben. Jetzt sitzt der Spacken mit irgendwelchen Hipster-Lappen im Internet, twittert Schwachsinn, denn anderes ist in seiner Hood nichts zu machen und kommt dann her und versucht Leuten wie mir, den Begriff von wahren Hustle, zu sagen, dass wir das nicht verstanden hätten, du. Bitch, nigga. Ist das dein Ernst, ja? Du sagst, wir hätten den Begriff von Hustle nicht verstanden, während du gerade deinem Chef dick den Schwanz legst? Ey, Mann, wenn ihr gerade euch fragt, warum slippt er gerade, heute Abend hat er mir geschrieben, ich muss meinen kompletten Part umschreiben, dann ich darf die Firma von diesem Krypt nicht verraten. Das bedeutet, Bruder, das bedeutet, ich darf nichts gegen deine Rap-Persona sagen. Was ist los, Alter? Alter, du hast mich gefickt mit der Scheiße, Walla. Ich dachte mir so, Walla, ich muss meinen dritten Part umschreiben, was mache ich jetzt? Und da dachte ich mir, scheiß drauf, wenn ich rauskomme, dann freestyle ich und klatsch dich weg. Red Pipe, hör mir zu, Bruder. Mann, du bist verwirrt und du sitzt. Einfach, du bist gefickt von deiner Psyche, weil du es niemals kapierst. Aber, ey, Jungs, Alter, darf ich noch mal kurz... Ja, Alter, ja. Richtig Krise, Alter. Ja, Mann. Ja, Frankfurt, supportet mal, macht mal einmal! Yo! Du sagst zu mir, ich hätte den Begriff vom wahren Hustle nicht verstanden. Mann, das sind genau die Leute, die ich verachte, die ich so hasse, weil du nicht normal bist, du bist nicht sympathisch, Mann. Du bist einfach nur die ganze Zeit wie eine Bitch am Fucken, Junge. Alter, soll ich aufhören oder drauf scheißen? Mach weiter! Gib ihm noch ein paar Euro. Gib ihm. Alter, Krise. Wie heißt die Firma? Hey! Shit, Alter! Na, scheiß drauf.
Okay, yo, ich weiß ganz genau, dass ich weiter mein Ding mach. Und auch wenn ich heute nicht mehr zerrippt hab, weiß ich genau, ich werd irgendwann zum König gekrönt wie Simba. Denn ich komm hierher, werd ich zum König gekrönt wie Simba. Du kommst her und zeigst mit der Straße auf den Finger, aber ich weiß, ich kam von sehr weit weg und werd in einem fremden Land zum König gekürt, genau wie Otto von Bismarck. Ja, Mann. Yeah. Yeah. Das ist Feuer über Deutschland, der Battle Raps Juggernaut kommt und zerbombt dich jetzt. Denn erst wenn du über Leichen gehst, bist du einsichtig wie der scheiß Governor von Walking Dead. Ich nehm den Colt und bang dich weg und dann sieht dein Hirn an der Wand so aus wie Brian Damages behinderte Mom Spaghetti, Alter. Danke, alle. Oder? Brian Damage schneidet die Nummer gut, ja? Ja, das ist... Ja. Ach, aber was soll ich noch sagen, Bruder? Es war ein wirklich nice Match, Alter. Es war leider Heimat... Es war leider Heimatfilm gegen... Ey, Bruder, warte. Es war Heimatfilm... Es war Heimatfilm gegen Action-Thriller. Ich weiß genau, normal sind meine Texte iller, meine Pattern sicker. Bruder, die Legende hält sich immer für den Battle King, für den Undertaker. You RKO, I'm the Legend Killer. Hey, bro. Das war viel zu wenig. Ich mach nochmal richtig Lärm für dieses krasse Match. Let's go! Wie Brian Damage sagen würde. Hey, yo! Brian, komm mal am besten gleich mal. Wo sind die Judges? Erster Judge, Brian Damage. What is it? Ruhig! Ruhe! Fresse halten! Also ich glaube, ich habe gerade ein neues Lieblingsbattle von mir gesehen. Ich finde es mega krass. Ich glaube, ich habe gerade ein neues Lieblingsbattle von mir gesehen! Macht mal Lärm für dieses Battle, Alter! Was zum Fick, Fotzen, Noten, keine Ahnung, mir fallen keine Schimpfworte mehr ein. Was für ein geiles Battle. Ich sage jetzt mein Judgment, ich möchte es rundenbasiert nicht machen. Ich gebe das Battle an Gregpipe. Was unter anderem daran liegt, dass Davy leider in der dritten Runde seinen Part nicht zusammengekriegt hat. Aber ich muss wirklich sagen, also ich fand auf der einen Seite... fand ich, Davies Delivery wird immer sehr gelobt und sehr hochgehalten, was ich zustimme. Und in diesem Match hat er aber nochmal was Krasseres gemacht, nämlich dass er seine Pausen wirklich viel besser gesetzt hat, eine schönere Delivery als sonst kreiert hat. Das gleiche hat aber auch Gregpipe gemacht. Der hat wirklich auch nochmal auf das Lyrico-Ding, glaube ich, auf das Lyrico-Battle nochmal einen draufgesetzt. Und deshalb geht mein Vote an Gregpipe. Ja, macht mal Lärm für beide, Alter, was für ein krasses Battle. Respekt, Alter. Respekt. 1-0, Gregpipe. Wer ist der Nächste? Ja, Sisyphos, let's go. Raus, mich hier schnell raus. Erstmal, was das für eine unfassbar krasse Ehre ist, hier zu stehen, so. Unnormal. Ja, Digga, sorry. Digga, ist so. Geil. Die Inhalte bis ich danke dir fast für die dritte Runde, so, es macht es sehr leicht hier zu stehen. Die Inhalte auf deiner Seite am Anfang, die Punches auf deiner Seite, deshalb gebe ich es auch an Gregpipe. Ich danke euch. So. Yeah. 2-0, Gregpipe. Ja, krasses Battle. Ich glaube, im Endeffekt ist es irgendwie klar. Ich fand es von deiner Delivery her relativ krass auch, dass du so runtergegangen bist. Und so bei diesen Real-Talk-Schemes, wenn du so jemand was in die Fresse rappst, ich gehe mal jetzt davon aus, dass das stimmt, das ist ultra unangenehm. Ich hätte da richtig Schiss gehabt. Aber du,
ist komplett durchgespittet. Seit dem Lyrico-Battle finde ich auch, hast du deutlich mehr Personals, was mega geil ist. Und halt Humor dieses Mal noch deutlich mehr. Voll viel unerwartetes Zeug, deswegen für mich ein Great Bump. Yeah. Yeah. 3-0 Great Bump. Yo, ich gib's auch, Crackpipe, 2-0, ich hab mir... Halt das Maul da hinten, du Eiermaler! Ostend, Frankfurt! Ostend ist die Hut, Alter! Und zwar vor allem aus folgendem Grund, Crackpipe hatte für mich eine... Alter, kann ja mal die Fresse halten. Dann red doch schneller, Bruder! Ja, dann red ich schneller, auf jeden Fall hatte Crackpipe für mich eine dichtere Punchline-Dichte. Ich hab mir bei Davy Jones schwer getan, manchen Personal zu folgen. Ich hab's nicht ganz kapiert, was er mir erzählen will. So. Das waren für mich die Hauptgründe, bei nur Crackpipe. Jo, hey! Okay, 4-0 Crackpipe. Wir haben es ja gesehen, so um auf die Sachen einzugehen, die inhaltlich da waren. Ich fand die dritte Runde von Crackpipe am Anfang ein bisschen zu generisch, aber er schafft es halt irgendwie mit, ohne das abwertend zu meinen, mit einfachen Reimen einfach gute Bilder zu erzeugen. Und ich konnte dieser Florence Looper-Geschichte halt auch irgendwie nicht folgen, weil das war für mich so ungreifbar. Und deswegen hast du es mit der dritten Runde, das hätte sich so einigermaßen ausgeglichen. Die dritte Runde hat es dann leicht gemacht, deswegen locker Crackpipe. Fight off! Hey yo! Florence gefällt das! Frankfurt! Hey Frankfurt, ich will, dass ihr nochmal maximal Lärm macht für Davy Jones! Yeah! Aber hey. Gewinner in diesem Match ist Grand Pipe! Aber ich wollte abschließend noch sagen, Alter. Danke für eure Stimmung, danke für den Crowd. Frankfurt, Alter. Baba, Baba. Yeah, don't let the label label you. Main Match, FFM, Greg Pipe, Davy Jones. Erste Frage kommt nicht von mir. Nee, eine kleine Analyse von dem Battle gegen der Line. Ich bin nicht McGregor und du bist nicht Mayweather. Meine Analyse war, vor du die Line gesagt hast schon, dass du ein bisschen wie McGregor warst in dem Battle. Weil er so die Legende, die ungeschlagen und so weiter. Und du kommst so als lautmalauf großer neuer Name rein. Aber vor allem hast du am Anfang so krass zerrissen. So. Ja, also ich dachte am Anfang, boah, der nimmt es vielleicht sogar. Die erste Runde war so, also head-to-head so. Und hast so krass abgerissen. Und dann hast du halt wie McGregor auch im Kampf irgendwann keine Puste mehr gehabt, keine Luft mehr gehabt. Mhm. Und dann so ein bisschen außer Atem gekommen. Und so, das hat so für mich so ein bisschen die Energie bei dir rausgenommen. So, als hättest du am Anfang zu viel Energie reingesteckt. So. War das ein bisschen mit? Das kann gut sein, so, wenn du dann erstmal so das Part halt ins Gesicht bekommst, dann bist du halt natürlich auch motiviert so, Alter, und gibst dann halt alles. Alter, dann habe ich dann schon gemerkt, so im zweiten Part, okay, ich muss den zweiten Part mal ein bisschen slow it down, weil ich dann noch so die Passage am Schluss gehabt habe vom zweiten Part so. Und ja, dritten Part haben wir alle gesehen, was passiert ist so. Aber War auf jeden Fall sehr krass, also was ich bei dir jetzt cool gefunden habe, du warst so ein bisschen mehr Themenspektrum. Ich dachte mir so, du pickst dir halt jetzt wieder so diese klassischen Sachen aus, Bayern, die Stars, irgendeine Scheiße mit der Hautfarbe oder so, aber es war ziemlich abwechslungsreich, fand ich cool so. Willst du was dazu sagen auch zu der Frage von Jamie? Wie war die Frage nochmal mit McGregor und Mayweather? Er war schneller als der Puck. Ich habe den Kampf nicht gesehen, deswegen. Ich habe mir nichts wirklich dabei gedacht, aber McGregor, MC Gregor, so, weißt du, was ich meine? Dann er natürlich noch schwarz, so, weißt du, was ich meine? Könnte man irgendwie so ein bisschen so darauf hinführen, so, weißt du? Aber ich habe da jetzt in die Line irgendwie nichts Krasses reininterpretiert. So, am ehesten war es noch, am realsten war es so als Zehntklässler, so. Da war am ehesten noch so der Twist drin, so, weißt du, wegen Realschulabschluss, aber vergiss es. Okay. Nice. Was hat's mit der dritten Runde auf sich? Probier bitte den Namen nicht zu nennen, wenn's geht. Ja, sag ich nicht. Nein, das Ding ist, um auszuholen, ich wollte halt heute so ein bisschen aufs Battle anheizen und so ein Shit und hab halt das Foto gepostet, wo ein gewisser Herr oder eine gewisse Gruppierung abgebildet war. Daraufhin habe ich halt die Nachricht bekommen, dass es ihn eventuell in berufliche Konsequenzen bringen kann. Und Battle Rap Hill, Battle Rap Hair, ein Sieg in der Statistik ist es mir nicht jetzt wert, Alter, jetzt jemanden so zu ficken, Alter, so. Und das Ding ist, ich habe halt die Reimkette, hätte ich den Reim am Anfang des Reims gehabt, wäre es kein Problem gehabt, hätte ich das so mehr oder weniger weggelassen. Ja. Daher, dass es eigentlich die Endpunchline war von meinem dritten Part,
war das halt dann ätzend. Dann habe ich mir so hochgeschwindigkeitsmäßig so überlegt, okay, ich knapp was aus dem ersten raus, knapp was aus dem zweiten raus und knall das irgendwie so da rein. Und dann habe ich irgendwann bei diesem scheiß dämlichen, behinderten, verfickten Brian's Mom Spaghetti, Alter. So, Alter, ich hatte nur noch so diesen Mom Spaghetti im Kopf und was kam davor, was danach. Und dann, krass, Alter, dann stehen die Leute natürlich um dich rum. Und dann steigt der Druck ins Unermessliche so. Ja, das war halt mein Pech, aber jetzt nicht der Grund, warum ich sage jetzt persönlich, dass ich das Battle verloren habe, weil ich bin ja auch da reingegangen und habe auch gedacht, ich gewinne, dass ich das im dritten Part regel. Also ich kann jetzt nicht sagen, ey, so wie es ein Battle dargestellt hat, ey, du hast mich gefickt oder so, sondern ich habe mir dann nochmal so ein Ei gelegt. So, oder? Das heißt, also nur zur Erklärung, das heißt, du hast deine Parts geschrieben gehabt und dann kam er an, also ne, ich will das nicht, ne, verstehe das nicht falsch, dann kam er an, hat das gesagt und du hast es dann umgeschrieben oder was hast du gemacht? Nein, ich habe, also sagen wir mal jetzt irgendein anderes, sagen wir mal, die Firma wäre Stereolab, würde Stereolab hießen. Da würde ich was irgendwie so, yeah, yo, Bart, Schnee verhasseln, und hab halt. Das ging Davy verkackt. So, um mal so zu sagen, Alter, wie der dritte Part gewesen wäre, wie ich es mir gedacht hätte. Ich wollte eigentlich so quasi das mit dem Firmen-Dings darstellen und dann quasi diese Rap-Persona, die er eigentlich im Real, also die Rap-Persona, die er allgemein so darstellt. Ja. Und das ist halt nichts miteinander zu tun hat. Und da hatte ich halt diesen, du bist viel psychisch verwirrt, scheiße. Das war eigentlich nur, dass er psychisch gespalten ist, wie der Typ von diesem Kinofilm Split und irgendwann bin ich voll rausgekommen und so. Alter. Ah, schade. Ja, it is what it is. Was soll ich sagen? Alles gut. Alles gut, Alter. Show is show. Was sagst du dazu? War das echt dein persönliches Anliegen, dass es halt... Ja, guck mal, das Ding war ja auch so, ich meine, wie wir jetzt alle wissen, ich bin jetzt für ein paar Jährchen so, wegen Privatleben und auch beruflich bin ich so im Pott. Und er wohnt jetzt in Frankfurt tatsächlich und das Witzige ist, er wohnt so 10 Meter davon entfernt, wo ich so gewohnt habe, so ohne Scheiße, so selbe Straße, oh, so was ich meine. Und ich habe ihn auch gesehen, so, ich habe ihn irgendwann im Rewe getroffen, so, Alter, Davy und so, er stand da mit seinem Trainingsanzug, hat so telefoniert, Alter, ich denke so, was geht, Alter. Und dann, Geschäfte. Ja, und dann habe ich gedacht, komm, lass mal irgendwie Bierchen trinken gehen, Gibbet rauchen, so, war ich dann wirklich, und dann sind wir so über die Brücke gelaufen und ich habe wirklich so gesagt, ey, komm, lass so URL, KOTD, Smack-Type-Match machen, so, weißt du, so mit viel Geflex, so, und so ein bisschen dieses dreckige Wäsche waschen lassen, so, weißt du, was ich meine, diesen Privatdetektiv-Scheiß, so, ja, und der scheint mich da irgendwie missverstanden zu haben, weil wir hatten auch so ähnliche Bekannte, so einen ähnlichen Freundeskreis und er hat dann so gedacht, ich hätte es nur darauf bezogen, so, weißt du, das, was die Jungs über mich ausplaudern, dass er halt nicht verwendet, so, weißt du, aber ey, wer hätte es erwartet, Greg Piper hat tatsächlich auch einen richtigen Job, ja, musikmäßig reiß ich nicht viel, zahlenmäßig, das reicht auf jeden Fall nicht, um die Miete zu zahlen, so, weißt du, und deswegen, klar, arbeite ich halt auch privat noch und heute Morgen habe ich halt erstmal einen Schock bekommen, weil er hat tatsächlich so ein Bild irgendwie von mir gefunden, wo ich so mit Kunden bin, Alter, so meiner Chefin und die, ich denke mir so, Alter, was macht der Junge da, Alter, so, weißt du, was ich meine, ich denke so, Alter, ich habe so den ganzen Tag schlechte Laune, ich denke so, ey, was macht der jetzt, so, weißt du, was ich meine, bringt er jetzt meinen Firmennamen da, welche Position am Ende noch, welches Gehalt ich habe, so, weißt du, was ich meine, und macht so den gläsernen Bürger da aus mir und ich finde, das ist dann too much, so, weißt du, ich habe bei ihm auch nur das aufgegriffen, was man so über ihn rausfinden kann, wenn man seinem Social Media folgt, wenn man sich seine Battles anguckt und sowas, weißt du, was ich meine, und deswegen war ich halt einfach so, Digga, lass mal diese Scheiße mäßig, ja, so, weißt du, was ich meine? Ich hab jetzt auch nicht jetzt irgendwie so Kommissar, da tue ich so, als würde ich Bulle spielen, ich, nein, so, das sind Sachen, Bruder, wie soll ich sagen, Bruder, das, ich habe einfach bei Google deinen Namen eingegeben und dann kam der Scheiß. Also groß Recherche. Deinen bürgerlichen Namen hast du eingegeben. Ja, würde ich, Alter, da hatte ich auch ein krasses Engel. Nein, nein, ich sag's nicht. Das soll sich der nächste Gegner, soll sich die Mühe machen, Alter. Wie gesagt, ich schäme mich auch null dafür, was ich beruflich mache. Das Ding ist halt nur, weißt du, was ich meine? Es gibt Leute so, weißt du, was ich meine? Ne, wenn man im Berufsleben ist, die, glaube ich, das nicht so cool finden, wenn die auf einmal so Part eines Battle-Rap, eines Rap-Battles werden. So Jotti. Ja, Jotti. So ganz genau, weißt du, deswegen bin ich immer im Zwist und weißt du, wenn er machen muss, Alter, dann soll er machen, aber das Ding war ja auch, ich hatte es mit ihm so vorher abgesprochen, so, weißt du, da war dieses Missverständnis, Ding, Alter, so, weißt du? Wie gesagt, da war halt dieses Missverständnis, Alter, weil ich bin halt auch der Meinung, und das kotzt mich so an, Alter, dass ich ein Dritter war, ich hätte dir das alles gedrückt, ich hätte dir gesagt, Alter, Bruder, was machst du da bei einer Firma, wo du nicht mal rappen kannst, wo du nicht mal battlen kannst, Alter, wo die Leute das nicht rausfinden dürfen, du darfst nicht vergessen, dass wir Hip-Hopper sind, wir
leben genau dafür, um diesen Wichsern den Mittelfinger zu zeigen, um uns nicht in dieser Gesellschaft vorschreiben zu lassen, wann wir was in einem Battle sagen dürfen, so, weißt du? Und das ist halt meine Auffassung von Battle Rap, KOTD, Smack URL mäßig und nicht irgendwie, guck mal, wenn man die Rap-Persona Davy Jones angreift und ich darf so quasi nur die Persona Greg Pipe angreifen, dann ist das eine Sache, die schlicht und ergreifend unfair ist. Warum? Die Persona Davy Jones ist die Person im Real Life. Ich finde, das kann man nicht so klar trennen, so, weißt du, was ich meine? Guck mal, das Ding ist zum Beispiel Arsenal, ja, auch ein Top-Battle-Rapper, so, in USA drüben, so, der ist Busfahrer, so, weißt du, was ich meine? Ey, von mir aus sagt, dass ich Berater bin oder sonst irgendeinen Scheiß, weißt du, was ich meine? Aber keiner ist zu Arsenal gekommen, hat gesagt, du arbeitest für die Busfirma da und da, du fährst die Linie da und da, weißt du, und als du dieses Foto gepostet hast, das ist so klar, so, für wen, für welche Marken ich was mache und dies und das, so, weißt du, was ich meine? Und das Ding war halt auch einfach so, hätten wir es nicht abgesprochen, dann hätte ich damit leben müssen, so, weißt du, aber als du mir damals so dein Wort gegeben hast, als Mann quasi, so Handshake-mäßig, Alter, dann habe ich gedacht... Ich sage nichts von den Jungs, Alter. Ja, so oder so, da hatte ich auch Infos, so, aber, weißt du, ich habe alles selber zu sagen, ey, ich will da auch jetzt auch nicht rumstreiten, ich habe es doch gesagt, Alter, dass ich dir jetzt auf gar keinen Fall irgendeine Schuld gebe, weil ich habe dir ja auch gesagt, ey, ich mach irgendwie, ich war so overhyped, dachte mir, ah, scheiß drauf, Alter, keiner hält mich heute auf, ich mach das irgendwie so. Da habe ich mich selber ein bisschen überschätzt oder meine Skills, dass ich da innerhalb von ein, zwei Stunden einen kompletten dritten Part auf die Beine stellen kann, so. Wie gesagt, Alter, ich würde da auch nicht so die Riesenwelle drum machen, das war dann ein Missverständnis, Alter, ich dachte, das wäre so Teil unserer Klausel quasi gewesen, die wir vor dem Battle gemacht haben, so, weißt du, und dann heute Morgen sehe ich so diese Scheiße und ich denke so, Alter, was ist los mit dem Jungen, es geht nicht klar, so, weißt du, und habe ihm halt auch geschrieben, aber dann muss ich auch sagen, er war endcool, so, weißt du, was ich meine, er hat überhaupt nicht gestresst, er hat sofort die Pics gelöscht, war so, okay, Bro, dann muss ich gucken, was ich mache, so, weißt du, und dafür bin ich ihm auch extrem dankbar und das zeigt auf jeden Fall, dass er ein realer Typ ist, so. Sehr schön. Neues Thema, oder? Neues Thema? Hä? Neues Thema, reicht, oder? Soll ich was sagen? Nein, eigentlich. Also dazu habe ich jetzt, also zu dem Thema speziell, habe ich nichts zu sagen. Okay, so, alles gut. Generell, sag mir ganz kurz, wie kam das zustande? Wie kam Davy Jones gegen Greg? Wie kam das? Ganz kurz. Ich bin letztes Jahr, also ziemlich vor genau einem Jahr, nach Frankfurt gezogen. Und da war dieses Mars Battle in München im Dezember. Und gewisser Herr hat sich darüber abgefuckt, Alter, weil ich so die Disaster-Imitation hatte. Und ich dachte, schau, da merkst du auch so mein kaputter Kopf, ich dachte, dass das so offensichtlich ist. Ich hab die Bewegungen nachgemacht. Ich hab so sogar... Und darauf hat er sich halt provoziert gefühlt, Alter. Und hat dann bei Leuten halt rum erzählt, dass er mich battlen will. Und dann habe ich das mitbekommen, Alter, und habe ihm geschrieben, irgendwann um 3 Uhr morgens auf besoffen, ey, Splash, one-on-one und so. Und dann haben wir so einen Monat später, Alter, haben wir uns dann nochmal getroffen, also siehe erster Part. Und ja, dann hat es sich irgendwie dann doch ergeben, als Greg Pipe dann einen Post gehabt hat, dass er Nidal gerne herausfordert, Mighty herausfordert. Und bei Pilz habe ich mir gedacht, ey, also, bevor er diese Olle da battelt, dann nimmt er gefährlich mich. Nice. War's so? Ja, im Prinzip schon, Alter. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich am Anfang so, ja, ich muss ihn jetzt battlen, so, aber viele Leute haben mir gesagt, ey, wäre ein geiles Matchup, so, weil ihr verkörpert auch so ein bisschen so, ihr seid so ein bisschen unique, diesen, Alter, unique. Ja, und auch so nah dran an diesem Rap-Battle liegen, so wie wir delivern, so, was wir für Bilder erzeugen oder wie wir so acten und so ein Scheiß, weißt du, sind wir, glaube ich, schon so einfach eine geile Paarung, die so ein gutes Match erzeugt und ich glaube, das haben wir dann halt auch bewiesen, die Stimmung war böse, Alter, so, ohne Scheiß, ich hatte, glaube, ein paar Leute hatten Gänsehaut und so, es war endkrass, Alter, ich muss auch unter anderem Hanno. Du kannst doch so gar nicht deine Zeilen irgendwie zu Ende rappen, obwohl die noch in so einer endlos langen Kette drin sind, so, weißt du, was ich meine, weil die Leute halt vorher schon ausrasten, so, das war, boah, hat halt einfach funktioniert. Ich meine, es gibt Leute, die einfach nicht zueinander passen, wenn die battlen, das ist irgendwie witzlos, aber bei uns war es halt so, weißt du, ne, wir sind krass aggressiv und sowas, wir gehen nach vorne, viele Rhymes und sowas, ne, jeder hat halt auch sein Ego, steht so vor dem anderen und so, weißt du, das war schon cool, Alter. Ja. Bitch, das Battle war legendary. Danke, Mann. Oder? Ey, auf jeden Fall. Ich muss mir angucken, weißt du, ich bin ja immer sehr perfektionistisch, was diese Slips angeht. Wenn man dann so im Wohnzimmer steht, Alter, und den Part dann irgendwie dreimal durchflext ohne einen Verhaspel, aber dann stehst du hier und dann
will deinen Mund nicht so, wie dein Gehirn will, Alter. Das fuchst mich immer extrem so. Gerade bei der ersten Bar irgendwie, glaube ich, fand ich so diesen Scheme ganz geil. So mit schwarze Witwe und schwarze Liste und klare Kiste. So, das ist, that's, weißt du, das habe ich so ein bisschen adaptiert. Das bringen die so diese Amis ja auch öfters mal. Ich glaube, das hat in Deutschland noch keiner so richtig gemacht, so, weißt du. Und ich glaube, ich habe das ganz cool umgesetzt. Deswegen hat es mich extrem abgefuckt, dass ich da ein bisschen gestumbled bin, so. Aber was willst du machen, Alter? Ansonsten, glaube ich, war ich relativ on point und war böses Feeling. Es war wirklich, hat sehr viel Spaß gemacht, Alter. Und dafür liebe ich Battle Rap, Alter. Yeah. Ja, aber finde ich auch so. Ich finde, ich habe auch ein paar so neue Sachen halt ausprobiert. Ich muss dann auch noch mal das Video anschauen. So. Ich habe halt irgendwie, der hat mich ja teilweise immer so unter Druck gebracht, Alter, am Ende seiner Parts. Und normalerweise, Davy, du weißt, Alter, rastet aus, kontert irgendwie dies. Und ich habe halt heute mal so versucht, halt einfach das mal so ein bisschen zu chillen. Da haben die Leute nicht so ganz kapiert oder verstanden, also, was quatscht er da von Beavis und Butthead und so, Scheiß, Alter. Ja. Und dass ich das halt so auch. Aber wie gesagt, Alter, es ist geil. Es ist schade, dass es nicht so viele Rapper auf diesem Niveau gibt in Deutschland, Alter, so. Jetzt muss ich mich mal wieder nach dem Gegner umschauen. Weiß nicht. Scheiß Mom Spaghetti oder irgendwie sowas. Wir dünn oder was meinst du? Wir dünn langsam. Ja, also jetzt schau mal, die jetzt haben wir ja eh gerade die Titelmatches. Das bedeutet, jetzt da sind die Leute jetzt erstmal die nächsten Monate raus. Ja, und dann wird die Luft. Ja, schon. So. Das war jetzt so erstmal auch für mich jetzt wahrscheinlich. Aber mal gucken, man weiß ja nie, vielleicht kommt irgendwie ein englisches Battle. Vielleicht will sich Disaster rächen, dass ich das Game geklaut habe. Aber eine Frage habe ich noch. Eine Frage habe ich auf jeden Fall noch. Also ich habe noch zwei. Wie war es, gegen eine Legende zu battlen? Digga, Davy ist Killer, Alter. Ich habe ihn gefeiert seit seinen ersten Matches, als ich ihn zum ersten Mal bei RAM gesehen habe. Habe auch gesehen, der hat über viel gemacht, hat einen coolen Swag, checkt auch so diesen englischen Scheiß und weißt du, mit macht Drugs Money und Bugs Bunny und keine Ahnung. Er ist einfach so eine geile Persönlichkeit. So, weißt du, was ich meine? Er hat Charisma, so, weißt du. Er ist wild, Alter. Und gibt immer volle Energie und deswegen, Alter, give it up for Davy Jones, Alter. Ich fahre mir alle seine Matches rein, Alter, hat Bock gemacht, auch seine ganzen Matches zu sehen, auch immer, wenn er ausgerastet ist und er ist ja auch ein sehr emotionaler Typ und gerade auch so die Interviews nach den Battles waren manchmal echt, hat Spaß gemacht, die so zu gucken. Fitchsteg aufgezogen hast, Alter. Dieses scheiß Fitchsteg, Alter, ich wusste, dass es kommen wird, Alter. Ja, aber ey, war echt nice, so, wie gesagt. Also es ist kein Kacksucking, es geht nur drum, ne? Ja? Wie geil, es ist kein Kacksucking. Ich wollte nur fragen, so, wie ist es, so gegen eine Legende zu battlen? Das frage ich euch beide. Ja, also man muss halt sagen, ich habe halt heute wieder eindeutig gegen mich selbst verloren. So. Also ich war schon ein harter Gegner für mich. Nein, Spaß, Alter. Also, nein, das war wieder absolute Ehre, Alter. Ich respektiere ihn. Es war für mich auf korrekt. Ich hätte gehofft, dass du, ich habe dir gesagt, Alter, dass du früher so vorbildmäßig warst, Alter. Ich hätte gehofft, dass du da was sagst. Ich hätte Baba Rebuttal darauf gehabt. Leider, aber wie gesagt, Alter, das ist, glaube ich, die meisten Leute, die heute hier waren, da hat es mit den Out for Fam Freestyle Battles und Feuer über Deutschland angefangen, so. Und deswegen, Alter, big up und respect. Nice. Letzte Frage. Nimm mich einfach. Alles klar. Letzte Frage gestrichen. Don't let the label you. Greg Pime King, Davy Jones. Bow!